So viel ist auf den ersten Blick klar. Es hat sich einiges geändert mitten in Amel. Ich würde sagen, es ist alles verändert worden. Also man hat ja hier gearbeitet jetzt seit 11 Wochen Bauzeit und man kann ja jetzt das Ergebnis auch sehen. Man weiß, was jetzt so langsam daraus wird. Die neue Ausrichtung in dem früheren Traditionshaus lässt sich am ehesten hier feststellen, im eigentlichen Lokal, das größer geworden ist, offener und moderner. Mit der Theke, wie sollte es anders sein, in der Mitte des Raumes. Wir haben ja begonnen, das Ganze zu entkernen. Wir haben hier mal Tabula Rasa gemacht, alle Mauern, alle Tragwände raus. Das ganze Gebäude steht noch auf 5 Stützen hier innen. Dann haben wir natürlich wieder aufgebaut, neuer Boden, Wände, Decken, Technik ist jede Menge hier in der Decke drin. Denn dem neuen Inhaber geht es darum, mit Amel Mitte auf der Höhe der Zeit zu sein. Und er will etwas von der großen, weiten Welt, wie er sie kennenlernen durfte, in sein Heimatdorf bringen. Mein Slogan ist ja zu Amel Mitte Around the World, das heißt rund um die Welt. Und das ganze Lokal ist inspiriert worden von meinen zahlreichen Reisen durch die ganze Welt, also in über 30 Jahren. Das soll sich nicht nur in der Inneneinrichtung widerspiegeln, sondern hier und da auch auf der Karte. Eines kann ich auch schon versprechen, es wird bei uns einen authentischen Burger, also einen Hamburger geben. Also nicht, wie man das von hier aus so gewohnt ist, sondern richtig hausgemacht, schön dick und saftig, wie man das auch so aus den USA kennt. Nun wird Horst Mertes im Vertrieb einer Softwarefirma auch weiterhin weltweit unterwegs sein. Doch weiß er sein neues Lokal zu Hause in guten Händen. Ich habe mir mit Amel Mitte einen Lebenstraum erfüllt. Da denke ich schon viele Jahre dran. Aber ich muss jetzt ganz ausdrücklich auch nochmal sagen, das wäre alles nicht möglich gewesen, ohne die uneingeschränkte Unterstützung meiner großen Familie. So ist seine Schwester Gisela die neue Küchenchefin. Ein kleines Stück Tradition bleibt aber auch an dieser Stätte erhalten. Da habe ich mich ja, wie gesagt, überreden lassen. Der Hirsch hat seinen Ehrenplatz, den sieht man gleich, wenn man im Lokal reinkommt. Und das ist auch der geeignete Ort, um ein paar Selfies mit dem Hirsch zusammen zu machen und dann zum Beispiel auf Facebook zu posten, ich bin hier bei Amel Mitte. Von wegen neues Konzept. Die offizielle Eröffnung ist an diesem Wochenende, rechtzeitig vor dem traditionellen Ameler Hubertusmarkt.